So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout London. Da bin ich wieder. Ich habe inzwischen in der Folge eigentlich nur schnell das Zeug noch gekocht, was ich auch vorhin schon gekocht hatte. Ich glaube, ich sollte deutlich mehr schleichen unterwegs sein. Das sind menschliche Gegner. Ich habe das Gefühl, die werden ein bisschen böser als ein paar Füchschen. Oh oh. Da sind direkt welche mit Waffen. Beiden habe ich. Okay. Das war einer. Aber ist ja geil, wie viele hier noch sind. Old Royal Navy College. Rifle Box. Ohne Rifles. Wie ist denn der da hochgekommen? Nee, ich steck fest. Lass mich mal kurz schwer reisen. Ich brauche vernünftige Rüstung. Oh oh. Oh oh, wieso auf der anderen Seite? Ich muss auf die andere Seite. Das ist natürlich semi-optimal. Ich sollte definitiv nicht hier sein. Ich bin hier gerade ein bisschen corner, das kann das sein. Komm her. Ja.
Könnt ihr blocken? Da. Wieso lädt er schon wieder nach? Wieso hat er gerade ein zweites Mal nachgeladen? We weren't supposed to do that. Oh, natürlich bin ich hier. Oh mein Gott, was ein langer Reload. Das Thumbnail. Ja, die Schusswaffen nutze ich nur gegenüber Gegnern mit Schusswaffen. Nein! Oh mein Gott. Autsch. Wow, wow, wow. Puh. Mies. Na, wo sind die dann? Wieso bin ich jetzt wieder hinten? Nein, ich beschwere mich nicht. Ich sollte eh nicht hier sein. Okay, geht schnell raus hier. Muss auf die andere Seite. So, lass mich einfach Richtung Sworn and Mitre. Das ist ein ziemlich großer Komplex, kann das sein? Victory Gift Shop. Don't mind if I do.
Und es wird gecrashed. Geil. Ja, ich bin sogar wieder da. So, da bin ich wieder. Oh nein. Jetzt lad doch nicht noch so lange nach. Oh mein Gott, das Film. Okay. Ja, das hätte ich mir denken können. Für die Waffe wegpackt. Das war easy. Ja, weiß, ob das eine gute Idee war. Ah, das war nur für die Tür hier, okay. Das hat die nicht alarmiert. Da liegt einer. Alarmiert euch das nicht. Heil.
Ich hol erstmal den hier. Wie hidden? Als ob die nicht mehr alarmiert sind. Old Newspaper. Niemand? Hier sind Folterkisten. Licht darunter. Eigentlich nicht, eigentlich will ich die hier noch holen. Ja, ich trage wieder zu viel Zeug rum hier rum. Brauche ich nicht. Da seid ihr. Ja. Hat den nicht gekillt. Oh. Alter, Shotguns sind so übel in dem Spiel. Ja, ich glaube, der Shotgun gewonnen hätte. What the fuck war das? Richtung kommen. Komm her. Oh, um Gottes Willen. Okay. Die habe ich. Oh, Mann, das war gerade heftig.
Warte, wer von denen hatte die Shotgun? Keiner? Let's Pipe, was soll denn damit? Chicken. Das habe ich halt schon. Rennen. Kann ich halt nicht mit anfangen. Die Muni für die Crew-Dinger. Das sieht so aus, als könnte man hier mit interagieren, aber kann man irgendwie nicht. Okay. Die Seite haben wir. Jetzt gucken wir, was hier unten ist. Das ist kein guter Sound. Boah, das halt hier drin. Okay, das ist kein so ein 250 Reds Water. Wow, useless. Ich weiß nicht, ob ich da lang gehen sollte. Nein, sollte ich nicht. Was ist denn Ethan Mess? Actually mache ich das sofort. Leadbelly. Das ist gar nicht mal so schwer, war? Ja, gar nicht mal so schlecht. Ja, gib das mal her. Kann ich gut gebrauchen. Ja. Ja, genau, dann geht er runter.
Oh. Also Feuergefechte sind hier doch einiges intensiver. Als in Standard Fallout 4. Was ist das denn? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ohne automatische. Ich lasse mal die normalen hier und nehme die Auto mit. Der kann weg, der kann weg. Oh, ich brauche wieder ein bisschen Tragekapazität. Anscheinend die Muskulatur, die kann ich nicht nehmen. Ah, da. Puh. 71 HP haben wir nur, ey. Also Max HP. Ein Stimpack. Das ist ja gut. Okay, das haben wir. Oder was habe ich jetzt alles? Also, wenn ich den Testjobstick zunehme. Rechter Arm, Chestbeak, rechtes Bein. Okay, jetzt fingen noch linker Arm und linkes Bein, richtig? Ja. Okay. Schiffsgeschichte, I guess. Oh Gott, damit. Wenn ihr das lesen wollt, übrigens einfach pausieren. Ich werde die Sachen nicht jetzt nicht unbedingt vorlesen. Ein Safe. Gimme die Goods. Oh, 5 Simpacks. Geil. Wir schlemmen Ressourcen. Hier ging es doch irgendwo hoch, ne? Da oben. Dann wohl hier.
habe halt keine Ahnung, ob hier noch irgendwo irgendwer ist. Um Gottes Willen. Das war aufregend. Alles ist so schön neu. Nur, dass ich Folio eigentlich benutzen kann, packt mich ein bisschen ab. Also ich könnte es benutzen, es funktioniert. Aber es tauscht halt die Icons aus. Ich tausche dann die Custom Fallout London Icons durch die Standard Vanilla Fallout 4 Icons aus. Und das ist halt, das will ich halt nicht. Und bis es dafür ein Compatibility Patch gibt, werde ich vorerst bei der Vanilla UI bleiben. Ich will schon die ganze Fallout London Experience mitnehmen. Auch wenn das heißt, dass ich auf meine zwei Lieblingsmods verzichten muss. Ich bin definitiv nicht da, wo ich sein will. Ich komme auch überhaupt nicht näher dem, wo ich sein will. Die Richtung. Ich würde allerdings auch sagen, wie komme ich da hoch? Oh, da oben. Holy shit. Ich kann doch jetzt nicht die Folge beenden. Er kommt von der Seite. Ich weiß nicht von wo, aber kommt einer von der Seite. Da! Du Pisser! So, das Ding haben wir. Muss da weg. So, das gerade daneben. Oh, Stimpaks machen gar nicht mal so viel. Trifft das nicht.
Wieso treffe ich die nicht? Sag mal, sind die Railings solid? Haben die eine Solid Collision für die Railings? Das ist ja vollkommen für den Arsch. Ja, die haben eine Solid Collision. Da haben die Entwickler aber Scheiße gebaut. Ich muss die rushen, sonst komme ich an die nicht ran. Oh, irgendeiner ist hier noch. Der hinter der Wand. So, kann die Musik bitte wegfaden? Unlock empty? Was? Haben sie da vergessen, die Schildchen einzustellen? So. Meine Güte, das hat aber... Das war mal ein Firefight. Er hat keinen Damage gemacht. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, gerne kommentieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye.